Ja, herzlich willkommen, Anastasia Schacht, bei unserem Expertinnengespräch im Rahmen des Kulturraum 10 in Kooperation mit Museum der Migration, MUSMIG. Du bist ja nicht nur Wissenschaftsforscherin, sondern hast auch große Erfahrung im Bereich des Bildungssystems hinsichtlich Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund, vor allem Jugendliche mit Fluchthintergrund und Migrationshintergrund. Die Frage, die wir uns heute in diesem Expertinnengespräch stellen, ist, wie kannst du dir vorstellen, dass diese Erfahrung, dieser Erfahrungshintergrund, Bildung, Bildungschancen, Bildungshintergründe, Bildungsmöglichkeiten, Formen von Bildung für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund in einem Museum der Migration repräsentiert werden kann? Welchen Sinn macht das? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Vermittlungsformen? Wie du das aus deiner Erfahrung heraus realisiert sehen willst? Danke, Georg, für diese kleine und nette Vorstellung. Es stimmt tatsächlich, einerseits habe ich das große Glück, eben mit Wissenschaftsgeschichte meine Hauptzeit zu vertreiben. Andererseits gibt es einige Jahre, in denen ich in unmittelbarer Betreuung bzw. Sozialarbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung gearbeitet habe, in Integrations- und Bildungsmaßnahmen, beziehungsweise habe ich tatsächlich die Ehre, gelegentlich, regelmäßig in den Schulen anwesend zu sein und vor allem eben in Bezug auf unterstützende Deutschunterricht beziehungsweise Englischunterricht für die Schüler da zu sein, die es tatsächlich nötig haben. Üblicherweise, aber nicht ausschließlich, sind es Kids, die Migrationshintergrund haben oder, wie ich das auch über mich selbst sagen könnte, Migrationsvordergrund, ist auch ein dritter Schwerpunkt meines Lebens. Ich komme selbst aus einem anderen Land und aus einer anderen Kultur. Dementsprechend ist mir ein großes Anliegen, diese Sachen auch in dem Format vom Museum von Migration anzusprechen und zugänglich zu machen. Die Erfahrung, die ich regelmäßig damit mache, ist eine große Stummheit, die trotz all dem Gerede über dem Thema Migration, Migrationserfahrung bzw. Integrationserfahrung herrscht. In den Schulen wird einerseits heftigst dran gebastelt, dass Kids sich anpassen und integrieren. Es wird viel darüber geredet. Ich glaube, nicht unbedingt aus bösem Willen, aber trotzdem recht oft vorbeigeredet. Und trotzdem bleibt sehr viel unausgesprochen, verdrängt und dermaßen tabuisiert, dass es nicht einmal zur Sprache kommen kann, als eine große Erfahrung der Ratlosigkeit in Bezug darauf, ob man dazu steht, dass man eine Migrationserfahrung hat, ob man Eltern hat, die aus einem anderen Land, aus einer anderen Sprache kommen, aus einer anderen Kultur kommen, die diese Kultur auch zu Hause leben und die eindeutig nicht die österreichische Kernkultur ist, was auch immer das sei. Eine große, wenn nicht Mission, dann schöne Funktion eines Museums der Migration sehe ich daher in einerseits Veranschaulichung, Greifbarmachung von dieser Erfahrung, zugleich auch Normalisierung von dieser Erfahrung. Man ist in einem Museum und schon allein in dieser ganz klassischen Vorstellung von einem Museum, man geht hin und es ist ein Kulturort, da werden irgendwelche Exponate ausgestellt. Sie sind es wert, ausgestellt zu werden, bitte. Also die klassische Vorstellung von einem Museum ist, es ist irgendetwas Wichtiges, was man da ansieht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Jugendlicher, eine Jugendliche in ein Museum geht und plötzlich da in Dialog tritt mit dem, was auch durchaus Resonanz mit innerlichen Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen erzeugt, dann sind diese Gefühle nicht mehr ausgeblendet. Die gewinnen plötzlich an Bedeutung. Das heißt nicht, wie viele von uns
hierzulande wahrscheinlich fürchten, dass das Österreichische, was auch immer das sei, das Kernösterreichische plötzlich entwertet werde. Ich glaube, das ist eine, darüber können wir ganz gerne diskutieren. Ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, wenn man zu sich selbst offen spricht, wie diese Kinder es lernen sollten und im Einklang mit der eigenen Mehrsprachigkeit, Multikulturalität lebt, dass sie dadurch weniger angepasst wären. Mehr geht es mir darum, dass ein Museumsraum dabei eine Möglichkeit bietet, irgendetwas einerseits abstrahiert, doch zugleich zum ersten Mal greifbar anzusehen, in Gespräch mit diesem neuen Greifbaren zu treten. Es wäre auch sehr schön, wenn ein Museumraum, ebenso wie MUSMIC, etwas interaktiver und zugänglicher gestaltet wäre. Das heißt, es sind keine Glas- und Holzkästen, die wunderschön sind, trotzdem ein kleines bisschen leblos, sicherlich für Teenager. Wenn die allerdings irgendetwas mitmachen können, mitgestalten können, in Kontakt mit dem Raum sein können, ist es eine unglaublich wichtige Aufwertung von deren Lebenswegen de facto. Ja. Ja, das Museum als ein Ort, wo die Kids auch über ihre Erfahrungen reflektieren können, wo aber auch die Lehrerinnen und Lehrer oder die Menschen, die in diesem Umfeld aktiv sind, ihre Erfahrungen wiederfinden können und auch präsentieren können. Wie sieht denn die konkrete Situation vor Ort aus? Also wie ließe sich jetzt eine Situation an einer Schule in einem sekundären Bildungssystem oder in einem tertiären Bildungsbereich in einem Museum konkret repräsentieren? Das ist eine gute Frage und ich glaube, da schneidest du drei verschiedene Ebenen der Reflexion und Reflexivität. Einerseits eben der tertiäre Bereich, in dem, glaube ich, am meisten darüber auch reflektiert wird und es immer wieder zu heiteren Situationen kommt, wo die akademische Kulturen einfach aneinander klaffen. Aber es wäre schön, wenn wir mehr Interessierte aus unserem akademischen Umfeld dafür engagieren könnten, dass sie ihre Erfahrungen der Heterogenität teilen würden im Rahmen, sei es von Vorträgen, offenen Workshops oder sonst irgendetwas. In dem Sinne oder in einem anderen Sinne existiert die Ebene des schulischen Wesens beziehungsweise des integrativen Schulwesens mit einer großen Überlappung zum Sozialbereich, zur Sozialarbeit. Es mag möglicherweise für viele von unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen nicht so greifbar sein, aber es ist ein großes Glück für viele Menschen, wenn sie im richtigen Alter in Österreich ankommen. Wenn ein Kind unter 15 ist, dann wird es in unser Schulsystem zwangsläufig integriert und da entstehen eigene Challenges dazu. Ich würde diese Kinder recht oft als U-Boote bezeichnen, mit denen man tatsächlich im Rahmen von diesem interaktiven musealen Raum durchaus gerne erst einmal daran arbeiten sollte, dass sie tatsächlich vergegenwärtigen, dass es kein Problem ist, von anderswo zu kommen. Die Erfahrung, die ich regelmäßig mit den Kids im Schulwesen mache, nachdem ich selbst eben diesen Migrationsvordergrund habe. Man geht an sie heran und sagt, Leute, es ist kein Problem, welche Sprachen sprecht ihr? Es ist doch wunderbar, dass ihr mehrsprachig seid. Zu Hause sprechen wir eigentlich Kroatisch, aber eigentlich bin ich in Österreich aufgewachsen und dieser Entschuldigungsmodus permanent. Kinder, die keine Wertigkeit dran sehen, dass deren Eltern durchaus andere kulturellen Erfahrungen anbieten könnten und daher lieber untertauchen, sollten,
ich glaube, das ist auch das richtige Alter, irgendwo zwischen 10 und 15 sind sie wunderbar ansprechbar für solche Themen. Wenn ich mir vorstelle, dass man mit denen durchaus gerne offene Workshops macht, wo möglicherweise auch Vertreter von uns allen Multikulturellen dabei sind und wir machen irgendetwas gemeinsam im Rahmen von einem musealen Raum, wo zum ersten Mal angegriffen werden kann und angetastet und diskutiert und laut gelacht und Fragen gestellt werden können, die man möglicherweise im schulischen Kontext gar nicht stellen kann. Dazu gibt es keine Zeit, keine Möglichkeit, keinen Raum. Zugleich tritt man in Kontakt mit Menschen, die vielleicht etwas besseren, profunderen Umgang mit deren Heterogenität entwickelt haben. Wir haben einen Kollegen, der wunderbar, wie heißt dieses Saiteninstrument, spielt, was ich wahnsinnig faszinierend finde. Und wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, es wäre für mich selbst persönlich eine Bereicherung, wäre ich damals ein Kind oder als Teenie. Ich kann mich erinnern, was für eine innerliche Schande es für mich war in den ersten Jahren in Österreich. Ich konnte es nicht verstehen, warum man mich immer als fremd bezeichnete, wenn ich mich outete, dass ich von anderswo kam. Ich habe mich doch nicht als fremd gefühlt. Und da verstummt man und spricht darüber gar nicht. Und dieses Musikinstrument, was auch immer das war, leider Gottes bin ich nicht so geläufig in der Sache. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in einem Raum stehe und plötzlich damit konfrontiert bin, dass irgendetwas ganz locker, ganz wunderbar die Sache spielt. Es ist eine ganz andere Sprache, eine Redemodalität und eine Entspannungsmodalität. Es schafft Frieden und es schafft Kommunikation. Eine weitere Ebene in unserem Bildungswesen, was noch mehr übersehen wird als U-Bootskinder, ist eben die Integration oder ausbleibende Integration von Jugendlichen, die nach dem 15. Lebensjahr in unserem Land gelandet sind. Üblicherweise sind sie unbegleitet, das sind die klassischen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, von denen recht oft in den Medien geschrieben wird, dass sie wieder mal irgendwelche unschöne Sachen machen und niemand schaut genauer, worum es ging. Es sind wunderbare Menschen, die einfach in sehr kritischem Alter im Stich gelassen werden. Bei den Jugendlichen, die eben kein großes Glück hatten und leider über 15 waren, als sie in Österreich landeten, ist dieser Drang zur Normalität und zu dem Einblenden, unsichtbar werden, nicht mehr als Fremdling wahrgenommen werden, um einiges noch stärker. Und dementsprechend ist es noch dramatischer, dass man auch sie aufgreifen sollte. Ja, also ein kleiner Punkt wäre hier, der mir aufgefallen ist, also Integration ist ja ein brüchiger und schwieriger Begriff, weil auf der einen Seite geht es ja darum, positiv zu formulieren und sie auch als unter Anführungszeichen normal darzustellen, nämlich vielsprachig zu sein, von woanders zu kommen, etwas gemeinsam zu tun. Und auf der anderen Seite steht diese große Forderung, sich zu normalisieren, sich zu integrieren und eben nicht aufzufallen und nicht anders zu sein. Und da ist doch ein gewisser Widerspruch drin, der mir ein bisschen unauflöslich erscheint. Wie siehst du das? Das ist eine sehr gute Frage und das ist tatsächlich ein extrem kontroverser Begriff. Ich glaube, anhand von diesem Begriff könnte man all die guten und gescheiterten Bemühungen sehen, die eben, wo stets versucht wird, so endlich mal einen schönen Begriff für all unsere netten Bestrebungen zu schaffen und das klappt und klappt nicht. Wir haben eine Generation davor von Assimilation gesprochen und dann hat man gesagt, na, Assimilation ist gerade mal die Problematik des Ausblendens, wir brauchen irgendetwas anderes, wir brauchen Integration. Und aktuell läuft die Debatte eben in dieselbe Richtung. Wer war das vor ein paar Jahren mit diesem herrlichen Vorschlag, dass der Endzweck der Integration wäre, dass mehrsprachige Familien auch zu Hause am Abendtisch Deutsch sprechen. Tja,
Also einerseits ist Deutsch eine sehr gemütliche Sprache für sehr viele Themenbereiche, das muss ich sagen. Andererseits, tja, es wurde schon alles zu dieser Debatte gesagt. Integration ist tatsächlich ein sehr schwieriger Begriff und ich glaube, genau ambivalent wie der Prozess selbst, wird dieser Begriff möglicherweise nie kontroversfrei sein. Natürlich ist es ein Idealbild und ein Idealmodell, eine gewisse gesunde Heterogenität zu leben, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es in vielen Branchen unseres Lebens gar nicht so wirklich wahrgenommen wird. Es ist natürlich eine sehr gemütliche Sache zu denken, dass alle genauso ticken, genauso aussehen, Schnitzel am Abend essen und Peter Alexander zu Weihnachten hören. Tja, eine gewisse Voraussagbarkeit ist sicherlich gemütlich, nur bereichert sie nichts, blendet einiges aus und im Endeffekt blendet es nicht mehr die Multikulturellen aus, sondern auch die Einheimischen, was auch immer das sei, die dann einfach, nachdem das System die anderen eh schon ausgeklammert hat, ebenso ausgeklammert werden. Aber das ist eine lange, lange epistemische Debatte. Was ich mir vorstellen kann, ist möglicherweise schweife ich hier ab, für viele Menschen in Österreich, aber auch überall. Wir sind eindeutig nicht besser im Schnitt, aber auch nicht schlimmer im Schnitt, als die anderen Länder Europas, Zuwanderungsländer. Diese Angst vor Heterogenität ist nichts Neues. Je mehr Angst es gibt, umso problematischer wird der Begriff der Integration. Und die Debatte verläuft ja immer auf derselben Ebene. Sie sind die anderen, wissen nicht, wie man mit denen umgeht. Dementsprechend sollten sie, weil sie jetzt die Minderheit sind, weil sie zugewandert sind und so weiter und so fort, an uns anpassen, an uns die Mehrheit und so weiter. Nur wenn man an der Oberfläche der Mehrheit kratzt, kommt es heraus, dass jeder Österreicher hat eine böhmische Oma. Es gibt ziemlich viele witzige Erfahrungen dazu. Ich würde mal sagen, in Bezug auf Integration, manchmal sind kontraintuitive, für die Mehrheit, Entscheidungen am effektivsten und am richtigsten. Wenn man sich aufschließt, nein, formulieren wir das ex adverso, wenn man sich zusperrt und sagt, wir haben unseren Mainstream, in diesem Mainstream gehört gelebt. Jeder, der nicht dazu passt, passt nicht dazu und wird ausgeschlossen. Bewirken wir nichts anderes, als dass diese Jugendlichen, diese Kinder, die an Elterngenerationen, die hier teilweise wesentlich länger leben als recht viele, die dagegen schreien, dass sie hier sind, sich zurückziehen, irgendwo untereinander bleiben und die größte Mehrheit damit noch mehr nerven. Und dann haben wir wesentlich mehr Probleme mit, ja, okay, die sind schon wieder da und die machen schon wieder das und das. Es ist eine elendig lange und fruchtlose Debatte, in irgendjemand irgendetwas zu suggerieren, ohne dieser Person tatsächlich eine Möglichkeit der Anknüpfung anzubieten. Und die Anknüpfung ist nämlich das Aufmachen und Aufnehmen. Die kontraintuitive Bewegung, die aus der Integration eben einiges an diesem ambivalenten Explosionsstoff wegnehmen würde, meiner Meinung nach. Und gerade dafür bräuchten wir Orte der Geborgenheit und Reflexion, wo man plötzlich merkt, dass man nicht alleine ist mit dieser Frage, dass ich kann mit meinen Eltern über recht viele Sachen nicht sprechen, weil ich in Österreich eingeschult wurde und meine Eltern anderswo. Die können mir bei Mathehausaufgaben nicht helfen. Ich kann mit meiner Mutter über meinen Freund nicht reden oder Freundin, weil sie nicht nur einer anderen Generation angehört, aber auch ein bisschen einer anderen Kulturvorprägung unterlaufen war. Ich brauche irgendwelche Orte der Geborgenheit. Natürlich übernimmt größtenteils die Schule diese wunderbare Aufgabe, klar. Aber wir können auch nicht alles auf die Schule auslagern. Wir können nicht alles auf die Schulpsychologen und Psychologinnen auslagern. Wir müssen als Gesellschaft handeln und aufnehmen. Und nämlich nicht nur pauschal
nimm unsere Werte an und wir wissen zwar nicht, was die Werte sind, aber nimm sie bitte an und danach bist du der gute Ausländer, die gute Ausländerin. Nur in diesem sicheren Kontaktraum ist es möglich, dass wir voneinander lernen und tatsächlich nicht die einen an die anderen sich anpassen und integrieren, sondern die Integration zur Zusammenschmelzung wird. Das war jetzt, ja. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Also das heißt, das Museum der Migration wäre ein Ort der Geborgenheit oder zumindest in dem Kontext müsste es ein Ort der Geborgenheit sein. Was ja als Forderung sehr anspruchsvoll ist eigentlich, weil so im praktischen Sinne sind Museen ja Orte der Vermittlung, der Pädagogik, der Bildung. Das heißt, du meinst eigentlich auch, dass ein Museum der Migration damit eigentlich oder mit dieser Forderung ja das Konzept des Museums überhaupt eigentlich neu denken müsste. Also es müsste eigentlich ein anderer Ort sein. Ein Museum der Migration wäre als Ort der Geborgenheit eigentlich nicht nur ein Museum der Migration, sondern auch ein neues Museum des 21. Jahrhunderts, wenn ich das so... Ja, möglicherweise. Ja, das stimmt. Es wäre sicherlich ein sehr interessantes Experiment, es anzusehen, wie ein klassisch beladener musealisierter Raum mit Glaskästen und Ausstellungsexponaten funktioniert, wenn man in diesen Kästen, sagen wir mal so, profane Objekte des alltäglichen Lebens und der alltäglichen Erfahrung der Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund ausstellt. Stell dir vor, du gehst in einen Museumraum und siehst plötzlich, warum fällt es mir jetzt ein, eine Verhütungsbroschüre oder Schuhe und den ersten Fußball, mit dem irgendjemand frisch in Österreich nach Fluchterfahrung angekommen, Fußball am Felden hinter dem Unterbringungshaus gespielt hat. Es mögen für das ungeübte Auge, sagen wir mal so, für jemanden, der keinen Bezug hat, auf den ersten Blick vollkommen nutzlose Objekte sein, die eigentlich nicht wirklich in diesen musealisierten, wunderschönen Glaskasten gehören. Allerdings eröffnen sie so viele neue Ebenen und die Geborgenheit wird schon allein dadurch erzeugt, dass man plötzlich merkt, dass irgendetwas, was absolut profan ist und für jemanden als wertlos angesehen wurde, mit sehr viel Emotion plötzlich einen Platz einnimmt mitten im Museum. Es ist ein großer Anspruch an dieser Interaktivität und dem Aufbrechen von Museumskästen. Aber schon der erste Schritt von Auswahl von Ausstellungsstücken, die tatsächlich irgendetwas mit immediaten Erfahrungen der Menschen zu tun haben, denen allein durch diese Vertrautheit zugleich Bewunderung schaffen und Überraschung, weil, was hat mein Fußball hier verloren, auch dadurch Trost und Geborgenheit spenden, beziehungsweise durch die gewisse Provokation der profanen Objekte eben Gedanken und Gespräche anstoßen, die möglicherweise ja bei weitem nicht nur für Menschen mit Migrationserfahrung interessant sein könnten, aber auch für diese von mir schon angesprochene Mehrheitsgesellschaft. Es würde mich durchaus interessieren, wie irgendeine nette bürgerliche Dame oder ältere Herr mit diesem Hut und wie man sich das alles vorstellt, tatsächlich plötzlich für sich es klar machen würde, dass auch er mal jung war und Fußball irgendwo gespielt hat, genauso wie diese Total von der Straße, wir wissen es eh, die kommen daher und so weiter und so fort. Und plötzlich wird eine Brücke geschaffen zwischen zwei Generationen, zwei Welten, die sonst möglicherweise gar nicht in Kontakt getreten wären. Dementsprechend kurz Antwort auf die Frage, ist es ein riesiger Anspruch an Museumsraum bzw. Museum als Konzept? Ja, teilweise aufbrechend im Maximalprogramm. Ist es in meiner Auffassung tatsächlich ein interaktiver Ort des Haptischen, des Akustischen, der Begegnung.
zugleich aber auch allein dadurch, dass eine gewisse Auswahl getroffen wird, was ausgestellt wird und was kommuniziert wird, wird es automatisch zu einem Kommunikationsraum und Geborgenheitsraum. Ich nehme das jetzt als Schlusswort, weil das hat wirklich irgendwie so einen Kernpunkt getroffen, auf der Frage, wie wir uns denn so einen Ort vorstellen können. Mhm. Und Geborgenheit ist, glaube ich, der Begriff, den wir aus dem Gespräch mitnehmen können. Ein Ort der Begegnung, Geborgenheit, der Überschneidungen. Und zwar ein Ort, der also nicht nur Geborgenheit für eine Gruppe, sondern eigentlich für alle darstellt, damit sich dort Schnittstellen ergeben, die uns kommunizieren lassen. Das ist so, was ich aus dem Gespräch jetzt ein bisschen zusammenfassend mal mitnehme. Und danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Hoffe, dass wir in diesem Kontext vielleicht nach der Pandemie wieder live dich auch zu einem weiteren Expertinnengespräch begrüßen dürfen. Danke, Anastasia Schach. Danke.